Hallo zusammen, willkommen in der Schweizer Bastelbude. Wie bemale ich den Dubek? Taurücken auf Deutsch. Ja, im klassischen Unboxing befinden sich wie immer die Miniatur, die Aufbauanleitung sowie die Referenzkarten und die Token. Wie immer ist es qualitativ sehr hochwertig und die Komponenten sind einzeln verpackt. Der Zusammenbau geht wie immer sehr zügig von der Hand. Wichtig dabei ist, man muss hier wieder das Sekundenkleb nehmen, da ein normaler Kleber, ein Plastikkleber nicht funktioniert, er hebt einfach nicht. Das Besondere an diesem Satz ist, es gibt zwei Figuren dazu. Man kann insgesamt vier Auswahl treffen. Ich habe mich entschieden, hier mit dem schweren Maschinengewehr und mit dem Stab diese Figuren zu bauen. Ich muss nur dazu sagen, ich bin von diesem Bausatz so begeistert, dass ich mir in der nächsten Zeit einen zweiten bestelle, so dass ich die anderen Komponenten, die Spielmöglichkeit auch bauen kann. So, nun zum Dubek selber. Sind mehrere Teile insgesamt und das Besondere daran, der Kopf ist geteilt. Ihr werdet es sehen, wir werden als erst das Innenteil des Kopfes werden wir bemalen. Und somit bauen wir den nur grob zusammen. Die Einzelkomponenten werden verklebt, aber nur der Kopf allein wird nur noch gesteckt, so dass wir dann später zum Bemalen rankommen. Aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Zum Grundieren wie immer die 602 schwarzer Primer von Vallejo und mein Flow Improver. Da habe ich das ja schon öfters wiederholt, wo ich gesagt habe, ey, man muss den Flow Improver nehmen, um einfach die Farbe zu verdünnen. So verklebte mir meine Düse von meiner Airbrush nicht. Wie ihr auch seht, hier ist auch der obere Unterteil vom Kopf vom Dubek. Ja, der muss natürlich auch grundiert werden, dass wir so schön am Bemalen sind. Ich habe jetzt auch keinen Ständer genommen oder sowas oder habe den Dubek genommen zum Aufpflanzen, sondern ich habe den erst unten bemalt bzw. gesprayt mit meiner Airbrush. Und ja, macht es dann anschließend fertig und stellt ihn hin und macht dann die Oberseite fertig. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil gegenüber dem Malen mit Pinsel oder mit der Airbrush, dass die Farbe ziemlich zügig trocknet. Natürlich zeige ich euch auch die Sturmtruppen, die wo auf diesem Dubek drauf sitzen. Die werden natürlich auch noch bemalt, beziehungsweise jetzt gerade aktuell grundiert. Natürlich auch wieder kleine, feine Schichten, so dass mir keine Details zuschmutzet. Die 119 Weißgrau. Da fangen wir jetzt natürlich an, die ganze Figur einzunebeln. Ob das jetzt der Dubek ist oder ob das dann auch die Sturmtruppen sind. Die schwarze Grundierung hat immer einen Nachteil. Und zwar, es deckt zwar super, aber der größte Nachteil ist, man verliert einfach Details. Das ist ein riesen Nachteil bei der schwarzen Grundierung, obwohl sie einfach die beste ist. Ne? So ein Für und Wider. Schwarze Grundierung sorgt dafür, dass ich Schattierung schon habe. Ne? Also, wie gesagt, das ist immer das Für und Wider. Ne? Ich grundiere eigentlich alles gerne in Schwarz. Und dann fahre ich jetzt neuerdings mit der 119 drüber und dann kriege ich bereits schon die Details, wo ich dann später beim Bemalen einfach nicht verliere aus dem Auge, sage ich jetzt einfach mal. Weil da liegt genau der Hund begraben, dass
dass wenn man dann Details verliert, man es einfach nicht sieht. Das Auge tut sich unheimlich schwer mit der schwarzen Farbe, beziehungsweise dann mit der schwarzen Grundierung. AK Interaktiv habe ich jetzt Intense Color. Da bemale ich jetzt hier mit einem Gemisch mit Maroni ist es, glaube ich. Ja, das Maul, die Innenseite. Ne? Esther hat mir die Farbe rausgelegt, hat gesagt, probier die mal, weil sie ist total das AK-Kind war. Also das ist sie malt eigentlich nur noch ausschließlich mit AK Interactive. Dritte Generation wohl bemerkt, muss man dazu sagen. Mir ist hier auch ein kleiner Fauxpas passiert. Ich habe gemalt und gemalt und gemacht und alles drum und dran, aber ich habe dann im zweiten Teil vom Maul habe ich einfach vergessen, die Kamera einzuschalten. Hier sieht man es ganz klar, die Zähne und die Zunge sind schon bemalt und kommen jetzt hier mit einem ganz normalen 514 Wash von Vallejo her und dann wash mal alles. Und dann sind wir schon bereit, das Maul zusammenzubauen. Wie schon angesprochen, das Maul wird einfach zusammengeklebt. Ich benutze da immer mein Sekundenkleb und tue das nicht aus der Tube direkt raus, sondern tue das dann im Zahnstocher immer angeben. Dann habe ich ein bisschen bessere Kontrolle auf den Sekundenkleb. Neuen 23 Model Color. Das ist jetzt die erste Schicht, wo ich angebe, du. Das sind jetzt drei lange Takes oder drei längere Takes. Da gebe ich natürlich die Unterseite an, weil die Unterseite von so einer Echse ist einfach immer heller. Sieht am Anfang komisch aus, aber sie wird wunderbar. Ihr werdet es gleich sehen. Das ist unglaubliche Nummer, ist das. Das Schöne an der Geschichte ist daran, dass wenn man dann die drei Farben aufgebracht hat, kann man dann auch verblenden. Das heißt, ich verwische dann die Farben ineinander. Dann werden die Übergänge, werden dann ohne Wash einfach miteinander verbunden. Ich habe auch ziemlich lang gehadert, wie machen wir dieses Tier, diesen Dewback, in welcher Farbgebung. Und ja, letztendlich habe ich mir Episode 4 nochmal angeschaut, genau die Szene. Ja, und hab versucht, diese Farben aufgrund dieser computeranimierten Dewbacks zu übernehmen. Ich denke, dass es mir eigentlich recht gut gelungen ist. Wie gesagt, das sind auch die Sachen, wo ich das letzte Mal schon gesprochen habe. Man darf nicht aufgeben und aufhören, sondern einfach machen. Und das ist das Schöne an dem ganzen Hobby, dass wir, auch wenn es schlecht ausschaut und einem nicht gefällt, dann macht man es halt eben nochmal oder anders oder wie auch immer. Model Color 874 auch von Vallejo. Das ist jetzt die zweite Farbe. Die wird einfach als Mittelschicht aufgetragen auf den Dewback. Ich versuche auch hier schon nicht den Sattel oder auch die Figur zu bemalen, sondern ich versuche hier wirklich da schon an den Kanten oder auch an dem Zügelzeug nicht zu bemalen. Ich tue mir dann nachher bloß schwerer, um das wieder zu reparieren. Man darf nicht vergessen, einzelne Figur dauert etwa eine Stunde, also eine gute Stunde, dann hat man sie fertig. Also wir reden jetzt hier nicht von Trocknungszeiten oder so, sondern wir reden jetzt rein nur von der Arbeitszeit an der Figur. Hier habe ich braucht für die zwei Figuren, einschließlich dem Dewback, insgesamt 2,5 Stunden. Reine Arbeitszeit und das sind rein Mahlzeiten, also das sind jetzt nicht
nicht dabei, ich suche die Farbe raus, ich bereite die Kamera vor oder sonst was. Nein, rein nur Bemalzeit. Da ist dann auch noch kein Schnitt dabei, gar nichts. Weil letztendlich mit Schnitt, also Vertonen, alles drum und dran, bin ich dann locker bei, sag jetzt einfach einmal, 10 Stunden. 827 Model Color, Limette, oberste Farbe, krass, habe ich mit Esther drüber geredet, sagt sie, nimm die, kommt super. Man muss auch sagen, man muss auch mal ein bisschen experimentieren. Wie gesagt, ich habe die Farben da, warum soll ich sie nicht nehmen? Mir gefällt es mega gut, das ist wirklich ein ganz krasser Akzent. Was natürlich wichtig ist, da muss man auch ein bisschen aufpassen, zwischen der Figur, also die, wo da sitzt, weil das ist ja der Unterteil von diesem Sturmtruppen und dem Sattel, da befindet sich natürlich auch noch Haut von diesem Hubeck. Was man hier gut sieht, die Farben, die sind schon trocken, die untere Seite sind schon trocken, die hellen ein bisschen nach, also die verbinden sich da schon. Und da habe ich noch gar nicht drüber gewischt oder sonst was, sondern ich habe nur Schicht für Schicht gemalt. Für den Kamm oben 966 und auch nochmal die Limette, die habe ich gemischt, verrührt und fahre nur noch oberen Kamm, das sind so wie so Haaransatz ist das. Und die habe ich einfach 1 zu 1 vermischt, also 50 zu 50 und mache nur diesen oberen Kamm. Nachdem ich diesen Kamm aufgebracht habe, habe ich einen trockenen Pinsel genommen und habe einfach diesen Kamm verwischt. Das habe ich am ganzen Dewback gemacht. Und bevor wir jetzt das Wash aufbringen, das ist wieder das Dunkelbraun, sieht man bereits hier hinten am Schwanz von dem Taurücken, sieht man bereits schon diese Verblendungen. Und durch das Wash werden natürlich die Feinheiten, diesen Schuppen von diesem Dewback, herausgeholt und gleichzeitig aber diese Übergänge noch mehr verblendet. Genau das ist der Punkt, was ich sage. Egal wie es ausschaut am Anfang, in den einzelnen Schritten, kommt das erste Wash und die Figur sieht ganz anders aus. Ganz anders. Insbesondere, wenn dann das Wash trocknet. Und das ist jetzt mein Tipp an euch alle da draußen. Wartet, bis das Wash getrocknet ist. Wartet da wirklich ab. Lasst es einfach ruhen. Das sind einfach meine Erfahrungswerte. Und das ist eigentlich auch der Sinn der Sache, euch das mal zu zeigen, wie ich da selber auch empfinde, wenn ich so eine Miniatur mal einfach ruhen lassen. 871 Lederbraun, damit machen wir jetzt natürlich alles, was mit dem Sattel zu tun hat und mit dem Geschirr für den Hubeck. Gefällt dir dieses Video? Dann like uns, schreib einen Kommentar, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke und ihr verpasst keinen weiteren Content von der Schweizer Bastelbude. Wie schon vorher erwähnt, muss ich jetzt wirklich sagen, ist das eine super Miniatur. Also die hat mir so Spaß gemacht und die sieht so toll aus, wo ich mich wirklich auch mit der Esther gesprochen habe, gesagt, ich muss da nochmal einen haben. Ich möchte da nochmal einen haben. Der sieht richtig toll aus. Wie immer nehme ich meinen Zweier Da Vinci Pinsel. Das ist ein Kunsthaarpinsel. Wohlbemerkt, das sind so Standardpinsel, was ich mir gekauft habe. Das ist kleines Geld, sage ich jetzt einfach mal. Da habe ich, glaube 30 oder 40 von diesen Pinseln habe ich da. Denn, wie gesagt, wenn ich dann höhere Stückzahl malen tue oder so, gehen die ziemlich zügig kaputt. Und dann kann man es einfach nur wegwerfen. Da kann man nicht mehr mit der Seife oder sonst wie mehr restaurieren. Das geht einfach nicht.
Ja, 825 Model Collar, auch von Vallejo. Damit mache ich jetzt den Sattel selber. Ja, das ist kleine Arbeit. Lauf gut von der Hand. Lässt sich auch unglaublich schnell und zügig bemalen. Ach, 73 auch Model Color von Vallejo. Damit machen wir hinten diese Steppdecken. Ich habe natürlich viele Brauntöne. Da rendiert es sich manchmal gar nicht groß abzumischen. Man könnte natürlich dann hier die Farben auch noch heller mischen. Dann hat man andere Nuancen. Aber das habe ich mir diesmal gespart. 951 Weiß. Jetzt ratet mal, was wir jetzt machen. Jetzt machen wir nämlich erstmal das Auge. Das Auge ist mal ganz wichtig, dass ich die grundsätzlich alle Augen werden weiß gemacht. Und anschließend fangen wir an mit dem Sturmtrupp. Grundbasis Auge. Grundsätzlich weiß, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Aber warum? Ganz einfach. Die Farbe muss richtig innen drin im Auge drin liegen. Liegen. Ich sag mal, die Farbe liegt im Auge drin. So. Und dann muss die erste mal richtig trocknen. Die muss richtig trocken sein. Da gibt es kein Verzeihen, wenn da ein bisschen eine Feuchtigkeit drin ist. Das funktioniert dann nicht. Und dann male ich, das sieht man nachher, die Pupille. Und wenn die Pupille fertig ist, muss die genauso gut trocknen. Und dann ist es ganz wichtig, dann kommt eine Lasur drüber. Und dann ist mein Auge fertig. Macht man das nämlich nicht so, ist es ganz einfache Geschichte, verschwimmt das ineinander und ihr kriegt keine richtige Pupille hingemalt. Das ist das Problem und dann habt ihr die ganze Arbeit für umsonst und das ist einfach schade. Und jetzt habe ich euch durch mein Gerede über einen Part hinweg geholfen, sage ich jetzt einfach einmal, das Bemalen des Sturmtruppen. Dafür haben wir natürlich noch ein extra Video bei uns auf dem Kanal. Und 50 zu 50 zusammengemischt und das ist jetzt genau das, was ich vorher gesagt habe. Jetzt kommt die Pupille dran. Da kann ich jetzt natürlich mit dieser schwarz abgemischten Grau, das ist ja meine neue Grundfarbe, sage ich jetzt mal. Ich werde keine pure Schwarz mehr nehmen. Somit kann ich da die Pupille malen, Waffen bemalen, sowie auch die Unterseite der Jubex, beziehungsweise der Jubex der Sturmtruppen. Mit dieser Schwarz bemale ich natürlich dann auch die Sturmtruppen. Da benutze ich einen ganz neuen Nuller Pinsel von Da Vinci. Das ist auch ein Kunsthaarpinsel. Ich versuche auch immer Neues reinzubringen in meine Tutorials, beziehungsweise versuche da hier auch mal andere Pinselstärken oder andere Techniken oder sonst was. Also ich bin da sehr experimentierfreudig. 805 von Model Color und die 84 Model R. Das ist auch ein Gemisch von 50-50. Und da mache ich im Endeffekt die Kennzeichnung des Truppführers von den Sturmtruppen. Diese Schulter, Leder, Platte oder Lappen oder nennt's wie es wollt. 332 Model R. Damit verfeinern wir jetzt ein bisschen den Rucksack hinten drauf. Ein paar kleine Details werden da bemalt.
Shade Moon Oil. Da will ich mich nicht mehr groß auslassen, weil von der bin ich total begeistert. Da werden alle schwarzen Flächen werden jetzt ja, gewascht. Nein, 18 Inwari Trockenbürsten. Ja, das Trockenbürsten, ich mach's gern, weil da kann ich dann wirklich nur ein paar Detailstufen rausholen. Und wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, man darf nicht übertreiben mit diesen Trockenbürsten. Aber wenn man das mit Bedacht macht und leicht macht, dann ja, man wird extrem belohnt. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Man wird einfach extrem belohnt, aber mit Bedacht. Das mache ich natürlich auch bei den Sturmtruppen. Ja, da kommen dann auch gleichzeitig die Verbrauchserscheinungen kommen da zusätzlich zur Geltung. Strukturpaste. Basegestaltung. Ganz einfache Nummer. Ich habe da jetzt diese Sandgeschichte zufällig aufgehabt und meine Braun ist alle gewesen. Und ich bin jetzt hergegangen und habe einfach ja, diese Paste aufgetragen. Das habe ich ziemlich am Anfang schon gemacht und fahre natürlich diese 45 Grad, diese vier Zonen, die sind dann nachher schon wichtig im Spielbereich. Und die trage ich auf, die muss gut durchtrocknen, die muss trocken sein und nehme dann ganz einfach ein grünes Wash und überstreiche diese. Auch das Wash wieder ganz trocknen lassen. Ihr seht, dieser Farbunterschied, es hält extrem nach, überhaupt mit diesem hellen Untergrund. Dann nehme ich wieder ganz normal meinen Noch-Kleber, das ist der Graskleber von der Firma Noch, und tue dann nichts anderes wie Begrünen von meiner Base. Und wie gesagt, habe die Aufteilung von dieser Base, die ist natürlich spielwichtig. Die lasse ich natürlich frei, das sieht man hier recht gut. Und wenn ich dann nachher später mit meinem selbstgemischten Gras drüber gehe, dann fahre ich einfach einen Zahnstocher und mache einfach diese Segmente wieder frei. Das sieht man nachher noch ganz gut. Den 057 Schwarz benutze ich einfach, um die Base-Berandung einfach schwarz zu malen und dann ist fertig. Dann haben wir nur noch einen Schritt und das heißt letztendlich, ich klebe die Miniatur oben drauf und das mache ich mit einem Sekundenkleb und dann ist fertig. Natürlich dürfen wir die Tufts nicht vergessen, die kommen auch drauf. Ja, das ist dann wirklich der letzte Schritt. Das mache ich entweder mit dem Sekundenkleb oder manchmal auch mit dem Weißleim, mit meinem Graskleber, um einfach, dass die Tufts drauf kleben bleiben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mich hat es gefreut, euch unterhalten zu dürfen. In diesem Sinne, bleibt's gesund, gebt's euch Sorg, Gluan, eure Schweizer Bastelbude, Esther und Thomas. Thank you.